Hallo Freunde, willkommen zum 3000 Abonnenten Special. Jetzt kommt gleich der Patrick, mein Bruder und Elli, die holen mich ab. Und dann geht's in den Europapark, machen wir einen schönen Tag. Hoffen wir mal. Das Wetter ist jetzt so auf jeden Fall Regen, hoffentlich haben wir Glück. Schauen wir mal. Okay, jetzt bin ich extra am Europapark gestanden, damit es schneller geht. Sind die an mir vorbeigefahren, weil sie mich nicht gesehen. Jetzt noch 95 Kilometer, war jetzt Richtung Freudestadt. Das Wetter sieht nicht so überragend aus, aber ja, solange es nicht regnet, alles gut. Freunde, jetzt sind wir in Freudestadt, jetzt sind wir noch 88 Kilometer entfernt, also 1 Stunde 37. Es ist immer noch bewölkt und ich bin immer noch sehr müde, wie man sieht. Jetzt sind wir gerade auf der Schwarzwald-Hochstraße. Interessante Spurführung. Keine Fahrbahnmarkierung, was natürlich sehr geil ist. Und jetzt sind wir noch 66 Kilometer. So, wir sind jetzt hier irgendwo in der Schule. Wir wollten eigentlich pinkeln, aber dann wäre es ein bisschen merkwürdig gewesen, wenn wir hier pinkeln. Dann wird man schon angezeigt wegen Exhibitionismus. Schöne Gegend hier. So, dann sieht man besser, wo wir sind. Jetzt sind wir auf jeden Fall 10 Liter leichter. Oh, jetzt geht's gleich weiter. Elli, ihre Bremse riecht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, wie ihr seht, das Wetter ist nicht so einladend. Bin mal gespannt, aber da kommen sehr viele Bahnen, wo man Trelle fahren kann. Oh, jetzt sind es noch 4,4 Kilometer. Man hat jetzt auch schon Silverstar gesehen. Und da geht's Richtung Europapark. Der Eingangsbereich vom Rolantica, wo ich das letzte Mal war, da gab es den auch noch nicht. Hier sieht man schon Halloween-Deko. Genial. Guck mal, wie groß das Rolantica ist. Wie ihr hört, absolute Begeisterung. Das wird das erste Mal sein, dass ich bei so schlechtem Wetter im Europapark bin. Dann folgst du dem Auto. Okay. So, jetzt sind wir da. Ich habe auch schon Voltron gesehen. Da ist sie. Matthias will noch unbedingt fahren. So, jetzt sind wir da. Mehr los als gedacht. So, Toilettenhäuschen, Parkplatz, finde ich auch sehr geschickt. Und dass man jetzt nicht mehr laufen muss in der heutigen Zeit. Klasse. Dann warten wir die Zukunft, dass irgendwann da noch die ganze Freizeitpark solche Rollsteige sind, dass man gar nicht mehr laufen muss. Weil die Leute werden ja eh immer fauler, dann würde es ja passen. Im Europapark jetzt natürlich mit anderen. Plus, so wie es aussieht, muss ich ein paar Bahnen alleine fahren, weil die keinen Bock drauf haben. Sprich Voltron, Silverstar und so weiter. Und jetzt geht es zum Tageskasse. Der Brunnen ist natürlich genial. Ich freue mich endlich wieder hier zu sein, nach 4 Jahren. Jetzt sind wir drin, leider bei Wetter. Naja, aber so jetzt. Wird trotzdem bestimmt ein schöner Tag. Wenn sogar noch den Gang zur Toilette Erlebnis für den Europapark. Das ist natürlich jetzt Voletarium. War die anderen drei noch nie. Die wollen es mal sehen. Bin mal gespannt, die war jetzt auch schon wieder nicht mehr. 35 Minuten Wartezeit, was natürlich klar war. Alle Bahnen, wo jetzt drin, muss man jetzt ewig anstehen. Das sieht mir doch ähnlich. Toll, die Wartebereiche. Na, ich
genial. Die Wunder der Welt. Du bist jetzt im Proletarium. Elia, du bist lang. Geht jetzt los. Ciao. Ich falle. Die war das erste Mal drin, war genial. Sollen wir die gleich fahren? Das ist die erste gezielte Bahn. Und die Dekoration ist natürlich richtig geil, dieses Jahr wieder. Wenn man überlegt, das letzte Mal war ich mit meiner Ex, da 2011. 13 Jahre her, das Halloween. So, mal wieder in Italien. Jetzt hat er wieder Urheberrechtsbeschwerde. Dass er gerade live singen. Just a jump to the left. Schöne Musik von der Party, oder? Mal gucken, ob es Pech hat. Hast du Glück gehabt? Der spuckt jetzt nämlich gleich. So, jetzt der neue Wartebereich. Immer mit diesen blöden Zeichentrickfiguren, sondern wieder die alten Bilder. Hier muss man echt aufpassen, alles rutschig. Plan euch zu spät erst enthüllt. Die Falle schnappt zu, habt das Spiel schon verloren. Durch euer Opfer das Dunkel weit heraufbeschworen. Fahrt hinab zu verborgenen Schrecken und Not, zu Elend, Schmerz, Tortur. Am Ende bleibt euch nur der Tod. Seid willkommen im Castello de Medici. Glaube ich, frieg euch noch auf die Klappe. An diesem außergewöhnlichen Abend begrüßen zu dürfen.
Gestatten, Houston und Ramsey der Dienst, Ihr Gastgeber. Wie schön, dass Sie heute hier Schön, mal wieder in Italien. Da wird ja also gehen wir wieder hin. Das ist richtig in Italien. Gucken, wenn es so weit ist. Hoffentlich. Festhalten.
Oh, jetzt geht's immer noch unten doch. Ja, willst du fahren? Nee. Hey, hier war doch viel schön, ne? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt gibt es eine kleine Vesperpause, um uns zu stärken. Regnet immer noch. Leider. Ich finde es krass, wir sind jetzt, haben uns jetzt was zum Essen und zum Trinken geholt. Und hier zahlst du teilweise weniger als in Reutlingen in der Bar oder Kneipe. Aber hier muss es kurz. Ich habe jetzt mir ein Burger Baguette bestellt. 5,50 Euro. Kann man nichts sagen. Mal schauen, wie es schmeckt und wie groß es ist. Das schmeckt echt gut. Top Essen. So, jetzt geht es zum Eurosatz. Wartet seit 20 Minuten. Hier ist ganz schön schmierig und schlicht. Der Boden muss man echt aufpassen, dass man hinfällt. Wartereich ist sehr schön gestaltet. 20 Minuten Wartezeit. Das sieht man. Ich bin mal gespannt, der Bügel zugrollt bei mir. 7 Jahre her, dass ich das Ding fahre. Jetzt sind wir an der Eurosat dran, beziehungsweise Kranklandung. Dasselbe, was ich hier tue. Und das kleine Feeling. Wollen wir das, was sagst du? Sehr geil, sehr, sehr geil. Maria ist deine Meinung. Man sieht ihn zwar nicht, aber da war geil. Echt schön, jetzt gehen wir wieder zu Ellie und Patrick. Und dann geht es zu den Dinos. Und ich überlege mir heute, ob ich Silber das da heute noch fahren wird. Ja, jetzt siehst du es mal, wie es ist. Ja, jetzt sind wir gerade bei meinem Freudenreich. Die andere Welt der Energie nicht mehr da. Also wir sind jetzt gar nichts. Wie sie das verändert hat. Und wie sie reagiert. Und wie du warst auch schon mal drin bei der Dino-Bahn. Mal gespannt die Reaktion, wie das jetzt verändert hat. Ja. Warte ab. Honigduft.
düster war, wie sagst du, der Geist noch war. Da freut er sich. Da ist sein Handy wieder voll gefüllt. Ich nichts gesagt, dass du gescheit bist, weil du nicht gestanden hast. Mach doch was. Du hast ja gar nichts mit Rocksbüsten rum. Früher bist du in Urlaub gefahren, im Freizeitpark. Jetzt bist du rum und guckst Filme. Und quälst doch. Er wollte drunter bestimmt lang baden müssen. Das gibt es auch beim Lidl dran. Diese kleine. Früher bist du hier durch Lava gefahren, oben waren dann so Flugsaurier, wo sie drehen. Aber du siehst halt jetzt mittlerweile halt was. Früher hätte es als Licht ein bisschen heller mehr, oder? Die Tür sehen alle immer noch geil aus. Ja. Also die Thematik mit dem Kurs, mit dem Geburtstag, was, das gefällt mir nicht so. Das sieht aus wie aus so einem Dino-Film aus den 50er Jahren. Ja, Stop-Motion-Technik. Als würdest du einem in die Seele schauen. Das war's. Jetzt noch ein Bild gönnt, 6,50 €. Oh, der Patrick schaut seine Frau ganz verliebt an. Das ist eigentlich der beschissenste Tag, um in Europa zu gehen. Auf einer Seite weniger Wartezeit, auf der anderen Seite ja, Piste ohne Ende. Jetzt auf zum Matterhornblitz. Da war jetzt eine schwangere Frau abgebildet. Ich weiß nicht, ob ich da mit meinem Ranzen einpasse. Ich werde mir gleich sehen, der Bügel zugehen. Sonst so wie in Italien, sagt er vom Fahrgeschäft, ich soll den Bügel festhalten. Nice Bombergeist, jetzt hören Sie sich erst mal hoch. Gemütliche Stuben. Und jetzt Mutti. Schau mal. Und wie ist denn die Zeit, geht das? Wie fand ich es? Nass. Sehr nass. Schau mal, geil. Wenn man will gesund werden, muss man einfach wollen. Und wenn man das nicht will, dann wird man eben auch nicht gesund, oder? Der frisst uns noch arm. Schlecht ist er, aber er frisst uns arm, oder? Das ist es doch. Bin ich bei Poseidon. Die anderen wollten nicht mit. War denen dann doch zu nass. Jetzt stehe ich gerade in der Splash-Zone. Warte mal, bis er noch runterkommt.
Okay, die führt komplett allein runter. Wartezeit war so eine Minute oder so. Wartezeit eine Minute. Alter, ist ja klar, da bin ich auch kein Saufahrer bei dem Wetter. Nur ich. Oh mein Gott. Ich werde so nass sein. Wahrscheinlich morgen krank. Da muss man echt aufpassen. Sehr, sehr rutschig überall. Also mit diesem Kopfsteinpflaster. Im August in der Sommerferien hingehen. Da war das ewig. Und dann in der Hitze, da hat es 36 Grad oder so dazu. Oh mein Gott. Einfach durchlaufen. Oh, die Bahn fast allein. Und dann sitzt sie noch ganz vorne. Ja, dann wird es anders. Weil ich Dose fritz. Wir sind jetzt bei Fluch der Cassandra. So, Ellie und Patti kennen das gar nicht. Ich war gespannt, wie sie da gefällt. Ich war auch schon ewig nicht mehr drin. Patrick und Schwendlich. Ich war der Schluss fand ich ein bisschen unangenehm. Ja, also der, als hätte mir jemand angrapscht. Das hört aber auch nicht auf zu pissen, ohne Scheiß. Ja. Sollen wir rüber noch? Ha? So, die sitzt sich jetzt dahin. Und ich werde jetzt mit Voltron fahren. Ich schnattern jetzt schon die Knie. Alter. Ich bin auch ein bisschen bleich. Krass. Puh. Ich war froh, dass es vorbei war. Ehrlich. Also richtig, richtig krass. Wahnsinn. Alter. Die war heftig.
So, jetzt mal ein bisschen. Ich habe es gerade von meinem Erlebnis. Hallo. Ich möchte euch Hallo sagen. Patrick ist zufrieden. Die würde niemals mitfahren, hätte ich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das heute will, so wenn wir nicht nochmal fahren. Aber nächstes Jahr damit. Das könnte auch noch witzig werden, wenn wir hier drunter sitzen, das Ding platzt da oben. Boah, da hinten ist schlimm, oder? Ja, da ist kurz davor. Meist müsste jetzt mit dem Besen mal aufdrücken. Aber ich glaube, das merke ich die gar nicht. Aber wieder Voltron, diese Natron. Ich schaue, ob ich mal ein gutes Video machen kann. Es ist so intensiv, diese Bahn. Sonst ist es richtig, ja. Aber wie gesagt, die Stellen sind schlimm. So, jetzt gehen wir zur Euromir, beziehungsweise eine Fahrer. So wie bei jeder Achterbahn. Ja, Wartezeit 0. Das ist besser. Alles bettnass. Ich bin bettnass. Alter, okay. Da ist es schon. So, wir sind wieder richtig, richtig weh. Alleine fahren. Der Zug ist wahrscheinlich. Ich hoffe, das hört mal auf mit Regner. Zum Kotzen. Jetzt sind wir bei der russischen Schlittenfahrt, dass wir kommen. Wir sind alle komplett durchnässt. So, jetzt kommt was Gechilltes. Beziehungsweise machen die ja die ganze Zeit schon. Und ich muss die wilde Sache und gefährliche Sache. Das ist was für euch, ja? Fenster. Besser als ganz in dem Regen und in Lebensgefahr zu schweben. Ja, lecker. So, jetzt hängt sie. Weißt du, wie Rapes hier steht, wo der kommt? Da steht den Filmschutz hier, im imaginären Land. Der Sauspark-Film. Guck mal, Schlange steht hier, Spaß, schön im Sitzen. Virtual allein mal anders. Wo man sie am Anfang gesehen hat, dass die Stress macht. Da habe ich auch Kamera bereit gehalten, weil ich dachte, da wird bestimmt irgendwas kommen in der Hitze. Aber die Dekoration ist echt schön. Was willst du machen? Fahren wir halt geschwind. Das liegt so fett. Jetzt gehen wir zu der Piraten Batavia. Lassen wir uns ein bisschen aufwärmen und trocknen können.
Und danach geht es dann schön in der Kaffeetasse. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Sonst sind wir morgen alle krank. Ja, bist richtig. Die waren nämlich noch nie da drin. Und sie ist seit dem Umbau nicht mehr. Caché dans un temple au cœur de la jungle, un poignard magique branche et le méchant paresse. Mais nous ferons face à tous ces dangers. Yopi, offre donc un brin de courage néerlandais. Den Schatz, während Roggemund und Cortez ihre alte
nicht der Feuertiger. Da kann man jetzt da hinsitzen und essen. Da kommt man sich irgendwie blöd vor. Man kann in einem Boot sitzen und das beobachten. Da oben kannst du jetzt auch hinsitzen, guck mal. Ich wollte zu viel Stuhl. Wir beim Essen. Und Elli, dein Fazit, wie hat es dir gefallen? Also das eine, wo es runtergegangen ist, also das dachte ich, sag mal, können wir doch eine Achterbahn. Und die Piraten? Und die Piraten? Das ist nicht cool, ja. Ja, also. Jetzt geht es zu der tanzende Kaffeetasse. Zu Halloween ist es ein bisschen umdekoriert, aber seht ihr ja gleich. Hier drüben ist Bamboo Bay, aber wir haben es jetzt noch anders überlegt. Ich fand es jetzt ein bisschen zu teuer. Zwischen 9 Euro und 14,90 Euro. Im All You Can Eat zahle ich 20 und alles so. Ja, zu Halloween ist es hier alles wieder abdunkelt. Let's go! Hallo! Hat mir das besonders gut gefallen, gell? Also, wir sind jetzt im Skandalfischer. Ich. Ich lasse langsam zum Nachdenken. Und jetzt geht's zu Snorri-Touren. Also, was Ruhiges und Spannendes zum Aufwärmen wieder. So. Jetzt geht's ab zu Snorri-Touren. Die drei waren da auch noch nie da. Mal gespannt, wie es in der Quelle. Also, ich finde es eine schöne, coole Bahn. Oh, ich stehe so noch eine Schlange. Matthias, mich schon aufgeregt. Ja, wie? Die wissen jetzt nicht, dass in die weltweit höchste und schnellste Achterbahn einsteigt. Indoor-Achterbahn, wo es gibt. Ich hoffe, dass meine Sachen nicht wieder wegpushen wird. Kappe fest, alles fest. Ja. Mütze festhalten. Schön warm da drin, ja? Perfekt, da können wir gleich ein paar Runden drehen. Warte, jetzt musst du gleich musst dich festhalten. Das ist keine Kurve, festhalten. Da wird es jetzt sehr intensiv. Ich liebe die Maus. Ja, ich muss meine Mütze auch festhalten. Ich hab die meine Mütze jetzt an meine Jacke hingebunden. Zur Sicherheit. So, jetzt. Hey! Fünf. Fahr.
3, 2, 1. Also Ellie gefällt's auch. Jetzt wird es gleich wie bei Voltron. Erstmal wird Anlauf genommen und dann geht's ab. Gar nicht ab. Voll. Voll langweilig. Das ist ja lustig. Ja, toll. Was ist das da? Oh, da gehe ich am Schlafen. Ja. Ja, dann fahren wir halt nach Blue Fire, wenn du das nicht langt. Nein. Echt jetzt? Was ist das? Im Piratenbazar hat es fast rumgeheult, jetzt beschwert sich, dass es nicht zu wild ist. Jetzt geht's zum Fjordrafting. Ellie und der Patrick verzichtet, die haben keinen Bock nass zu werden. Das können wir nach Hause fahren. Ellie, aber das hörst du mit, oder? Das zu... Jetzt gibt's die Rafting-Dusche und anschließend der Bluefire-Föhn. Zum wieder trocken pusten. Die anderen gehen nicht mit, die müssen wieder alleine. Scheiße, die Kotze. Da seht ihr wieder mal, oder beziehungsweise ich spüre wieder, wie meine Seele in meinem Körper entweicht. Voltron war schon schlimm. Schon gesagt, eine Minute Wartezeit. Also jetzt ein kleiner Spaziergang zum Fjordrafting. Und mal sehen, wie sehr wir nass werden. Und auf den nächsten Tag bin ich auch gespannt, ob ich denn krank bin. So, das kleine Gespenst und ich fahre Rafting. Wohl hat jeder als zweites so ein Poncho an, außer mir. Ich will unbedingt krank werden. Natürlich, man konnte immer wieder durchlaufen, das seht ihr ja. Top heute. Aber das Wetter, das spielt nicht mit. Zumindest ist es kalt.
glaube, bis zu 15 Grad oder so haben. Und das kalt wäre aber scheiße nass. Ja. Vorwillige die Treppe entdeckt. Das ist auf jeden Fall. Mal gespannt, wie ihr Atmos habt. Erwischt werdet. Ich glaube, jetzt kommt eine Stelle, wo das. Man riecht Chlor. Ja. Der kleine Wichser. Anders als beim letzten Mal, ja? Oh je. Jetzt kannst du richtig Arschkarte ziehen. Da müsste jetzt Ellie und Patrick sein. Hallo! Hallo! Da ist mehr Yes. Oh, leck mich am Arsch. Hier ist richtig intensiv. Ah, es geht bis jetzt. Und was sagst du? Hat sich schön verändert, oder? Ja. Letztes Mal war ja diese Darkrai-Part und sagst, das gab's ja gar nicht, wo du das letzte Mal warst. Das hier alles, diese Kobolde und. Nee, das gibt's so nicht so lange. Ich glaube, 2011 gab's das auch noch nicht. Und dann warst du das letzte Mal? Oder? Na gut, dann ist ja schon ein paar Jahre her, oder? 10 Jahre schon. Und das war's mit der wilden Fahrt. Da wieder raus, oder noch nasser zu werden. Ah, Mann, oh Mann. So erhöht man von. Ich war. Alter. Jetzt sind sie komplett voll. Schuhe komplett voll. Alter, das ist, weil das Wasser so hoch steht, wahrscheinlich. Sind jetzt die Tiere aus der Dschungelflussfahrt, beziehungsweise ehemalige Dschungelflussfahrt,
Und dann fahren wir, laufen wir jetzt auch hin. Will noch jemand in die Spielhalle gucken? Okay, dann geht's jetzt zur Sissi. Hört sich auf Josefinas kaiserliche Zauberreise. Der Dschungelfloßwort hat zuvor geheißen. Mal schauen, wie mir das gefällt. Ich war sehr begeistert von der Dschungelfloßwort. Eine von meiner Lieblingsbahnen. Vielleicht gefällt die mir jetzt auch. Ich glaube, in dem Video gibt es natürlich von morgen ein Update, wie es mir gesundheitlich geht. So, jetzt könnt ihr schön Vespa auspacken und hier relaxen. So. Wie bei dem Wetter. Hallo? Grüß dich. So. Dann okay. Weihnachten, das ist auch gut, oder? Das ist doch schön. Ja. Okay? So, hallo? Also Ende, da müsst ihr aufpassen. Links. Die greift jetzt an, da müsst ihr vorsichtig sein. Besonders hier. Ja. Komm mit. Die will jetzt was zum Essen. Brötchen. Ja, der Brezel hast du schon gegessen, oder? Nein, aber ist nicht gut verändert. Ich möchte genug zum Fassen. Ja. Also ich finde es auf jeden Fall schön. Ja, die Dschungelfloßfahrt war was anderes, aber wenn die Dschungelfloßfahrt vorher nicht da gewesen wäre, unsere kleine Begleiterin. Hätte mir das wahrscheinlich auch gefallen. Geld auf dem Boden, 5 Cent, der Arme. Ah, die Springbrunnen sind auch genial. Gucken wir das an. Der hinten ja immer noch da. Ich fahr runter. Ach, früher gab es eine Schutzpistole an der Bode. Die gibt es immer noch. Das ist da drüber in dem Mississippi-Dampfer. Oh. Ein Igel. Ich fand es wieder schön auf dem Schimmel sehen. Ja. Ja, war es schon. War auf jeden Fall schöner. Besonders das, kannst du dich daran erinnern, wo ist die Anfangszeit noch? Muss ich mal ein Video schicken. Da war da drinnen nicht so Ägypten-Thema, sondern richtig Dschungel. Du hast gesehen, wie so ein Löwe und seine Kinder Zebra fressen und richtig Dschungelatmosphäre. Nichts sagen. Will halt irgendwie Animatronics oder so. Alles sehr steril. Ja, besonders die Leiter, die Dekoration finde ich klasse. Und die Gießkanne. Das geht besser. Ja, die sind wahrscheinlich noch in der Entwicklungsphase. Aber es ist halt, jetzt gibt es ja auch schon 2 Jahre. Die Vielleicht tun Sie nur mal das Thema über Nacht überdenken. Alles sehr gut durchgemischt. Kinder Flamingo, grüne Kobolde und Marmorstatuen. Ne, die leben, guck mal, der Ring. Das könnte ein Gabusmeer sein. Ja. Wieso bei uns, weil bei mir war da auch Dschungel und sowas. Na gut. Zumindest die Ende sind noch da. Was Fische wären hier drin, das wäre cool, gell? Was so Kreuz oder so. Im Fritz-Drill ist das ja. Da fährst du mit dem Boot rum und dann sind Kois drin und dann ist der Fischfutterautomat
Und dann kannst du den Kaiser auch noch füttern. Da hat uns jemand mit Blättern beworfen. Unverschämt. Nee, ich bin gerade Zigarettenstummel drauf. Vielleicht nicht so ekel. Wahnsinn. Ich glaube, der tiefe Abgrund, wo sie da neu hinbauten, gibt es noch. Ja. Was wurde gesagt, schon mit 20 Meter runter fährst. Ja, das kommt jetzt. Mit voller Geschwindigkeit. Helle, ihr müsst euch jetzt gut festhalten, wenn die Ebene kommt. Nee. Da geht es jetzt schon 20 Meter runter. Ja, da liegt auch das nichts mehr. Wildwasserbahn, da freue ich mich auch schon drauf. Und Alpe Express. Bin ich mal gespannt, wie das da drin ist. Da bewegt sich gar nichts. Doch, jetzt kommt doch. Schön ist es auf jeden Fall, der Tunnel. Ja. Fehlen halt ein paar Sachen. So Krokodile und Schlangen. Den Tunnel fand ich jetzt ganz schön mit den Lichtern und sowas. Das ist doch nicht ein Schaufenster von irgendwie Spot. Das war wahrscheinlich, für mich sieht das aus einfach wie eine Notlösung, wo sie machen wollte. Also wenn ich auf die gewesen wäre, wäre ich auf die Rassismusvorwürfe gar nicht eingegangen. Oh, stimmt, deswegen. Ja. Wegen der Kolonialzeit. Trotzdem dort Dschungel machen, ohne Umweltschutz. Ja. Das hat Ausbau mit Tieren. Ohne Menschen. Ich finde es auf jeden Fall, ja, ich bleibe. Okay. Wasserkontrolle. Du könntest theoretisch mal, ist ja eh niemand da. Ja, wie hat es euch gefallen? Die Meinungen sind geteilt. Bei mir ist es auch geteilt. Bei Matthias ist es eine klare Meinung. Der fand es nicht gut. Elli und Patrick verzichtet jetzt auf die Wildwasserbahn. Chillen jetzt hier. Und wir zwei gehen jetzt mit einer Minute Wartezeit zur Wildwasserbahn. Mal gespannt. Hi. Das ist so geil, wenn du dort laufen kannst. Die Dinger fahren alleine sogar runter.
So war es bei mir und der Vanessa auch, das hat sie gesagt, na, irgendwann, wir sollen immer an Halloween herkommen, weil das warten muss. Und überall Gespenster. Na ja, gut, ist auch Halloween. Das ist ein kompletter Holzstamm für mich alleine. Matthias, wie geht's? Hi, mein Freund. Guck mal, wenn man Eldi und Patrick sieht. Ja, da sieht man sie. Ja, jetzt komplett neu gebaut. Da gibt es ja den Dark Ride Park ja nicht mehr. Weiß ich ja gar nicht, was auf dich zukommt. Ah, oh, volle Pulle! Scheiße, Mann! Volle Pulle! Holzofen einmachen heute Abend, warm duschen, ein schönes warmes Essen und ein paar Bierle, dann bin ich happy. Scheiße. Great Scott! Aber wenn du das schluckst oder sowas, finde ich schön. Was nicht krass wird noch mehr, finde ich nicht so schön. Ich bin mal gespannt, gibt auch einen Dark Jetzt hat es mich nicht erwischt. So kleine Abfahrt. Ah, Scheiße. Das ganze Boot ist mit Wasser vollgelaufen. Das ganze Boot ist voll. So, Patrick und Elli gucken jetzt gerade. Ich habe gesagt, der Alpenexpress wird so ganz ruhig und langsam um den Berg rum. Und sie möchten sich jetzt das mal anschauen. Aber keiner steigt da ein. Ja, deswegen, Matthias, komm. Ja, mach, komm, steig ein. Muss man sagen, das kostet auch nichts, komm. Ich lupf dich hoch. So, jetzt, komm. Jetzt kannst du. Nee, da brauch ich doch immer geil. Diese Spinne finde ich genial. Richtig geil.
Aber dass da den Mais wie Müll hinschmeißen, sieht komisch aus. Jetzt sind wir im Märchendorf bei der Goldene Gans. Und ja, schön ist es. Ist es. Für Tias und ich war jetzt gerade bei Arthur. Ich hatte das gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Schön, toll. Sagst du? Hat Spaß gemacht. Ja, das ist eine schöne Kutsche. Der bringt dich gleich in die Verdammnis. Der Seitensmann. Jetzt geht's zum Alpenexpress. Ich war schon jahrelang nicht mehr gefahren. Matthias, bist du aufgeregt? Ich sehe jetzt mal, wie aufgeregt. Geht's, die wilde Fahrt. Achso. Der Bügel ist ganz runtergegangen, Herr Toffi. Kopfsteinpflaster ist dermaßen rutschig. Was ist das? Halloween-Dekoration. Natürlich wieder richtig schön dieses Jahr. Der Umbau ist gut gelungen, bloß mir fehlt der Dark Ride Part. Das finde ich schade. Ja, ist jetzt so lieblos mit den Dynamitstangen und so Zeugs. Jetzt geht's zum Abenteuer Atlantica. Wie ihr seht, ich bin wieder allein. Jetzt im Essengang schon wieder. Und sie haben keinen Bock, nass zu werden. Was ich auch ein bisschen verstehe. Die stehen jetzt so früh. Die Preise hier gehen. Also in Reutlingen zahlt schon der Kneipe 4,30 € für eine große Cola. Beziehungsweise kriegst du eine Flasche. Der Wallebereich ist auch wieder schön. Danach geht es dann zu Blue Fire. Bin ich mal gespannt. Ich war schon jahrelang nicht mehr gefahren. Von der habe ich dann schon ein bisschen Respekt. Wunderschön.
Schön war's. Ich bin gar nicht so nass, aber toll. Stehen Sie jetzt und wartet auf mich. Hi. 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 Schön war's. So. Herr Matthias hat gesagt, es wäre eine gute Stelle, dass ihr gutes Video machen kann. Mal schauen. Hier soll es besonders gut sein, meinte er. Achso, ihr wollt ja bestimmt wissen, wie ich jetzt aussehe nach dem Video, wo ich es gerade gesehen habe mit der Atlantikadusche. Meine Hose ist mittlerweile so. Komplett durchnässt. Und jetzt geht's zu Wodan, um mich zu trocknen. Mit Matthias zusammen. Aber erstmal wollte da Ellie und Patrick was zum Essen. Müsste hier was geben. So, jetzt geht's ab zu Wodan. Unternehmen ist kleiner Blue Fire. Bin ja schon jahrelang her. Patrick, die gehen jetzt da rüber, Hotdog essen. Also gut. Jetzt zur Blue Fire, Wartezeit eine Minute. Bin ja auch schon damit gefahren. Ja, eine Minute Wartezeit brauche ich keinen Single Rider mehr. Also Vodafone, richtig geil. Wenn der runterfahrt, ist mir schon leicht abgehoben vom Sitz. Improvisiert, dass man durch die Rose Pfütze laufen muss. Schau geil, einfach nur durchlaufen. Bruder hat mir gerade gesagt, da muss ich dann bestimmt lange warten, von Scheißdreck. Für die Blanke. Schon ewig nicht mehr gefahren. Aber habe ich ja schon gesagt, ein bisschen Respekt habe ich schon vor der Bahn. Und jetzt komme ich gerade zum Blue Fire, war wieder extrem, war echt extrem, aber Voltron ist immer noch am krass. Wirklich. Da bin ich mir echt nur überlegen, also heute nicht mehr. Jetzt hat man, der Park macht gleich zu, 18:29 beziehungsweise eine Minute, dann war es das. Wir sind einiges nicht gefahren, Schweizer Bobbahn, Silverstar, Schiffschaukel, Abenteuer Atlantis. Aber ich glaube, die wichtigste Bahn ist in das Paar. Also hier ist auch so Silverstar. Schade. Also die Panoramabahn ist im Auto gefahren. Aufbruchstimmung im Europapark. Die Leute strömen Richtung Ausgänge. Na, Ellie, Patrick wollten unbedingt was essen. Sind jetzt bei Euromir, da gab es Burger. Lauf jetzt dann auch hin. So, jetzt. Ich habe bloß nur 3% Akku. Also, wenn wir den Akku freilaufen, dann nehme ich mal den Schnaps.
Wir laufen jetzt da durch. Die schöne Halloween-Beleuchtung noch. Ja, dann war es das für heute. Jetzt zeigt es nur so 2% an und können wir ja USB-Ladegerät und dann schließen wegen Feuchtigkeit. Ciao. So, Freunde, jetzt sind wir am Stau. Der wir im Europapark keine Schlange stehen müssen, aber dafür hier. Naja, irgendwann muss man immer Schlange stehen. Wir sind jetzt in 52 Minuten sind wir dann zu Hause. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Da kommt irgendwas, hat Elli gesagt. Ja, entweder du musst eh Rettungsgasse machen, oder? Nee, es war jetzt doch ein Abschleppwagen oder sowas. So, okay. Ja, ich schiede mich jetzt mal und bis zum nächsten Video.